Es ist Anfang Dezember. Die Tage sind auch hier auf Lanzarote dem winterlichen Trend gefolgt. Es wird deutlich eher dunkel. Die Weihnachtszeit begrüßt man hier jedes Jahr mit einem Umzug der Samba-Trommler von Arrecife. Die Gebäude rund um die Marina erstrahlen in opulenter Weihnachtsbeleuchtung. Von Energieknappheit ist hier nichts zu spüren. Hier scheint die Welt äußerlich noch in Ordnung zu sein. Die Leichtigkeit und die Lebensfreude behält die Oberhand. Während die Samba-Trommler weiterziehen, nehme ich euch heute wieder einmal mit ins Mola Mola Kochstudio. Es gibt frische Dorade vom Kontaktgrill. Als Vorspeise haben wir Garnelen auf einem Kürbisspiegel marokkanischer Art mit Vigo-Sauce. Sie ist super glasig. Ach, guck mal, wie die runtergeht. Gleich im Anschluss haben wir hier so ein bisschen Brot noch drauf gelegt. Das machen wir uns jetzt noch dazu. Und ja, das ist sensationell. Ich will euch mal eben zeigen, wie das hier so ist. Wenn der Fisch so vom Grill kommt, so saftig, glasig, mega. Geht von der Gräte, super. Ja, die kann man jetzt so wegnehmen. Genau, die kannst du jetzt einfach so rausnehmen. Die hebt man so ab, ganz einfach. Also so eine Dorade ist also auch kein Problem. Nein. Ist kein Kunststück, das ist kein Hexenwerk, so eine Dorade zu machen. Wichtig ist, dass er eben nicht zu lang drauf ist. Dann wird er hart und dann schmeckt sie nicht mehr. Aber jetzt ist die hier, wenn er hier, das ist ganz weich und das ist richtig, richtig saftig. Wir haben ein Stück Brot dabei und das ist eigentlich schon alles. Ein bisschen Salat. Salat, ja. Und ist ein sensationelles Essen. Gestern ist unsere Butanflasche leer gewesen und ich bin gleich zu dieser gefahren mit dem Fahrrad und habe die Flasche hingebracht und kam sofort jemand, der mir die Flasche abgenommen hat. Und jetzt wird sie gefüllt. Viele Wochen sind wir nun schon hier in Arrecife. Natürlich mit einigen längeren Unterbrechungen, wie ihr wisst. Sehr viel gesehen haben wir in dieser Zeit von diesem faszinierenden Eiland. Und doch gibt es immer wieder Ziele, die wir unbedingt noch besuchen sollten. So freuen wir uns ganz besonders über eine Einladung von Gisela und Lothar, mit ihrem neuen Tesla zum Oma-Sharif-Haus zu fahren. 100 Metern in den Kreisverkehr einfahren und die erste Ausfahrt nehmen. Und da oben ist halt links ist Lago Mar. Cesar Manrique schuf im Auftrag des englischen Immobilienmaklers Sam Bendadi das Haus als Musterhaus für potenzielle Kunden auf Lanzarote. Er zeigt die einzigartige Fähigkeit Manriques, Architektur in Einklang mit der Natur zu schaffen. Die Dreharbeiten zu dem Film Herrscher einer versunkenen Welt führten 1973 den Schauspieler Omar Sharif nach Lanzarote. Als man ihm das Haus zeigte, war er so fasziniert, dass er es kurz entschlossen kaufte. Es wird erzählt, dass dieser Immobilienhändler von Omar Sharifs Leidenschaft zum Bridge-Spiel wusste. Er forderte ihn zu einem Spiel heraus. Omar Sharif war sich sicher zu gewinnen und setzte das neu erworbene Haus als Einsatz ein. Ja und? Er verlor. Omar Sharif besaß das Haus also nicht mehr als einen Tag. Er reiste frustriert und untröstlich ab und kehrte nie wieder nach Lanzarote zurück. Seit dieser Zeit ist das Anwesen als Casa Omar Sharif bekannt. Das Anwesen ging in den darauffolgenden Jahren durch einige Hände, bis es ein deutsches Architektenehepaar übernahm. Zusammen mit Cesar Manrique schufen sie das heutige Lago Mar und machten es 1997 für die Besucher zugänglich.
Die Besonderheit des Anwesens ist die Einheit und das Verschmelzen der Architektur mit den vorhandenen Formen der Natur. Die Marina füllt sich in der Weihnachtszeit mit Booten aus der ganzen Welt. So helfen wir zum Beispiel der Insieme bei den Leinen. Bei der Bad Company war keine Hilfe nötig. Selena und Yasi kamen auch ohne unsere Hilfe sicher an den Steg. Und dann war da auch schon Heiligabend. Die Steggemeinschaft traf sich auf Pantalan Juliet. Es waren echt frohe Weihnachten. Komm her, mein Kleiner. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, nutze ich für eine Inspektion des Unterwasserschiffes. Der Bewuchs ist noch nicht so hinderlich für unseren Antrieb, lässt sich jedoch schnell entfernen. So werden wir unten herum sauber ins neue Jahr gehen. Wie schon Heiligabend treffen sich viele Segler zum Jahreswechsel auf dem Steg und feiern in das neue Jahr 2023 hinein. Auf den Kanaren ist der 6. Januar der Tag in der Weihnachtszeit, an dem die heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, den Kindern Bonbons und ihre Geschenke bringen. Also ein echter Feiertag. Heute legen auch Julia und Markus mit ihrer neuen Insieme in Richtung Karibik ab. Gute Fahrt und fair winds euch beiden. Tschüss. Regina und Rainer mit ihrer Regina Maris ziehen nun auch weiter. Und die Balthasar, die einst Jimmy Cornell gehörte, legt gegenüber für ein paar Tage an. Die Marina ist dieses Jahr wieder der Starthafen des RORC Transatlantic Race nach Port Louis auf Grenada. 20 faszinierende Offshore-Rennmaschinen haben gemeldet. Direkt neben uns Teasing Machine. Die Yasi gegenüber eine Swan 115 mit 35 Meter Länge vom Baujahr 2018 ist 8,12 Meter breit und hat einen Tiefgang von 5,75 Meter. Cruising Speed 9 Knoten. Bei 144 Tonnen Verdrängung Top Speed, naja, um die 30 Knoten. Ich plauderte ein wenig mit Toby Clark, dem Skipper der Yasi. Er wünschte sich, beim Rennen über den Atlantik unter 10 Tagen zu bleiben. Was ihm auch gelang. Die Isle of Poland machte hinter den Trimaranen Maserati, Snowflake und
Zulu den vierten Platz in der Gesamtwertung. Sie legte in 9 Tagen 3410 Seemeilen zurück. Streift man infiziert vom allgemeinen Regattafieber über die Stege, sollte man nicht vergessen, dass jedes einzelne Boot hier eine spannende Geschichte zu erzählen hat. So zum Beispiel die Umiak. Eher zurückhaltend, ohne auffälliges Design, wartet die stäbige Stahlsloop auf die nächsten Segelabenteuer. Dass die Umiak bereits eine ausgiebige Atlantikrunde mit Bravour absolviert hat, sieht man ihr nicht an. Ja, und dann haben wir doch glatt das Auslaufen der Dilly Dally mit Asumund Jens verpasst. Aber auf diesem Wege noch einmal Fair Winds und immer eine Handbreit rum in der Bilge von euren Mola Molas. Oh, drin! Wir werden beobachtet. Das ist ein Richtmikrofon auch noch. Natürlich werden wir euch erbarmungslos stalken und freuen uns, lieber Jens, auf tolle Filme eurer Reise. Das bunte Rahmenprogramm am Abend vor dem Start verkürzt die Wartezeit für die Zuschauer. Zurück auf unserem Steg wird uns noch einmal deutlich, wie gewaltig der Größenunterschied einer normalen Cruisingyacht und einem Maxi-Racer ist. Hammer, nicht wahr? Das Kanada Ocean Racing Team segelte nach 9 Tagen und 12 Stunden über die Ziellinie in Grenada. Selena, eine 32 Meter Swan, 114 Tonnen feinster Yachtbau, verlässt den Liegeplatz, um den Regattastart von See her zu beobachten. Während die Regatta-Teilnehmer nach und nach die Marina verlassen, freut sich das Möwenpärchen über eine zünftige Fischmahlzeit. Die Trimarane Snowflake, Zulu und Maserati machen den Sieg unter sich aus. Es siegt die Maserati und benötigt für die Strecke von 3230 Seemeilen sage und schreibe nur 5 Tage, 5 Stunden und 45 Minuten. Das heißt Rekord. Durchschnittsgeschwindigkeit 22 Knoten. In Spitze schafft Giovanni Gioldini 37 Knoten. Ungefähr eine Stunde vor dem Start legen auch wir ab und verlassen die Marina, um näher dabei zu sein. Wir versuchen natürlich, bei Null an der Startlinie zu sein. Null heißt 14, ihr Lieben. Adrenalin kommt natürlich, klar. Das Jahr 2023 wird bei uns ein Überraschungsjahr. Wir haben keine direkte Turnplanung. Es sind zu viele Unbekannte auf unserem Zettel. Wir warten also ab und entscheiden spontan, was geht. Euch wünschen wir eine tolle Saison 2023 und freuen uns über einen Daumen hoch oder ein Abonnement. Eure Mola Molas.